Ja, Link, du hast nicht irgendwie Lichtgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit. Nein, du hast Feuergeschwindigkeit. Soll das mal einer übertreffen? Ja, toll, da kann man ja nur getroffen werden an der Stelle. Wie fies ist das denn? Egal, so. Jetzt können wir... Wow! Natürlich, den dünnen Gang da. Genau, den da. Da komme ich durch, aber hier vorne nicht. Nein. So. Hier war Schloss Nummer 1. Tür Nummer 1. Und Nummer 2. Ist sogar ein ganz kleines bisschen anders. Hier. Genau das da. Da, wo es glitzert. Da sieht es ein bisschen anders aus als die anderen. Wenn man ganz genau hinguckt. Da kann man einfach hinter jede Statue laufen. Das vereinfacht die Sache. Du gibst mir jetzt den großen Schlüssel, nehme ich mal an. Gute Annahme. So, somit können wir jetzt hier vorne gleich die Truhe holen. Ja, ja. Und ein bisschen weiter hinten noch eine Truhe holen, aber... Was ist da drin? In der einen ist ja offensichtlich... Würde ich jetzt einfach mal sagen, der Sumaria-Stab drin. Das letzte Item, was mir noch fehlt. Und in der anderen? Ja. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich mach so Strom genau in dem Moment, wo ich da vorbeikomme. Das Spiel arbeitet voll gegen mich. Ich wollte schon mit dem Hammer draufschlagen. Einfach nur mal auszuprobieren, was passiert wohl, wenn ich mit einem Hammer auf ein Elektroding schlage. Werde ich wohl diesen Stromschlag abbekommen oder werde ich verhütet bleiben? Da kann ich nicht durch. Mann. Da kann ich nicht durch, da kann ich nicht durch. Wo ist es denn da? Just for fun. So. Jetzt ist es eine bessere Zeit, die Dinger hier zu holen. Gut, gelb ist immer noch unten. Das heißt, ich komme hier vorne auch gleich problemlos wieder hoch. So, ab und zu mal so ein paar Herzchen spenden. Ja. Die unteren haben zwar gerade voll Stromstoß gemacht, aber ich konnte sie treffen. Mhm. So, tot, tausendmal tot. Ah, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das könnte auch ein Herzteil einfach drin sein. Ich hoffe mal, der Spiel will mich nicht verarschen und sagt mir, in dem anderen Ding ist auch ein Herzteil drin. Und dann muss ich leider böse werden. So, kommen wir da hin. Kriegen wir ein bisschen Schmerzen. Auch da hin. Speise. Nein, du gibst mir nichts. Du bist ja gemein. Dich wollte ich eigentlich gar nicht treffen, aber Wayne. Komm mal her. Natürlich. Du siehst meinen Schwertschlag kommen und genau in diesem Augenblick machst du... Feuerstab. Nein! It's a trap! Ups. Verdammt, das war jetzt aus Reflex. Shit. Dummer Reflex. Okay, die ganzen Dinge nochmal. Oh, Magie. Mal hier rein. Direkt den Enterhaken auswählen. Eben für solche Aktionen hier. Wir
wir auch mal was abgeben. So, haben wir nochmal hier Herzteil. Ist damit ein paar Herzchen mehr, glaube ich sogar. So, nochmal bei den Staffeln. Obwohl, ne, ich glaube, ich habe jetzt nur genauso viel Herzen, wie ich auch vorher. Jetzt habe ich hier jedenfalls sehr viel weniger Herzen, als ich vorher hatte. Weil so ein paar Gegner doch meinen müssen, sich immer dann unter Strom zu setzen. Aua. Mein Headset ist mir gerade vom Kopf geflogen fast. Sich mal genau dann unter Strom zu setzen, wenn ich gerade dann plötzlich mein Schwert schwinge. Sag mal, du kannst das Riesending aufheben. Wieso kannst du es nicht werfen? Nein, andersrum. Nein, so rum auch nicht. Wieso, du kannst das Riesending aufheben, wieso kannst du nicht damit laufen? Ich will noch was anderes ein, was es noch geben könnte. Die schwarzen Handschuhe. So. Geh mal weg. Und on. No. Ich sehe da von oben einen kommen. So. Jetzt muss ich nachdenken können. Let me think about it. Komm mal, du mal weg. Kann ich eigentlich nochmal durch? Nimmt mich ja keiner dran eigentlich. Oh, da. Was war hier nochmal? Ja. Was nimmt mich daran, die Blauen jetzt einfach unten zu lassen? Ah, das nimmt mich daran. Gut, gehen wir nochmal zurück. Ich sollte wirklich mal öfters Self-State setzen. Wenn ich solche Abkürzungen machen will. Wenigstens finde ich gut, dass die Magie. Oder wenigstens finde ich gut, dass die Gegner an sich hier viel mehr Herzen geben als in Parallel Worlds. Also wenn man hier mal betrachtet, wie viele Herzen ich hier bekomme, das ist. Parallel Worlds ja nicht mal ein Bruchteil davon. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Tot. Tausendmal tot. Einfach nur, um es mal zu prüfen. Dass hier Magier kommen und mich fast abschießen die ganze Zeit. So, wo war jetzt hier? Nein, doch, hier. Ja, hier. Middle Axe. Was? Wie habe ich gerade daneben gehauen? Wow. Slow Motion. So, hier rein. Ja, ich glaube, noch bin ich richtig. Da kommt er wieder im Hyperspeed an. So, weg, weg, weg. Und jetzt holen wir uns die Truhe da hinten. Triffst mich nicht. Ach, verdammt, falscher Weg. Hier muss ich lang. Nein. Epic Evasion Skills. Wow. Um Haaresbreite. So, was bekommen wir? Was bekommen wir? Sumeria Stab. Yes! Cane of Sumeria. Moment, mir fehlen nur noch zwei Herzteile, ne? Gut, eins bekommen. Aua. Im Haus, im Wächterhaus da? Weil ich ja jetzt weiß, wo man dran kommt. Und wenn das andere in dieser einen anderen Höhle ist, dann hätte ich alle Herzteile. Geil. Weg. So. Somit bleibt nur noch ein Weg, den ich gehen kann. Ah, okay, das sind zwei Türen, die von rechts kommen. Genau, ich kann ihm eben das zeigen, was ich meinte vorher, was ich mit dem Stab machen kann. Ich kann den Ding nehmen und... Tada! Und genau damit... Kann ich theoretisch um die Ecke schießen. So. Nee, Moment. Gelb muss unten sein. Dann...
Ah, nee, kann ich ja gar nicht. Da. Knapp. Da kann ich ja gar nicht lang, weil da ja. Und tschüss. Jetzt muss ich nachdenken. Und tschüss. Natürlich. Wieder einmal zeigt es sich. Das Spiel hat mehr KI als ich. Na gut, es ist auch nicht schwer, mehr künstliche Intelligenz zu haben als ein Mensch. Okay, wollen wir sehen, ob das da der Weg war zurück. So, hier. Muss ich die Gegner nochmal besiegen. So, du bist weg. Du bist weg. Wie machen wir das bei dir? Zack, und rein da. Muss ich euch kaputt machen? Aua. Geh weg. Schon wieder so viel Herzen verloren. Unmenschlich. So, hier schnell durch. Dich mal ignorieren, Kollege. Und ja, jetzt können wir hier weiter. Ey! Wie fies ist das denn? Jetzt bin ich wahrscheinlich auf der rechten Seite, ne? Wo? Jo, da wo ich erwartet habe, bin ich jetzt. Wo ich es erwartet habe. Dann holen wir uns erstmal schnell hier die Truhe. Bumerang benutzt, oder? Ja. Warum soll ich dafür Bomben benutzen? Okay, anscheinend muss ich das Ding doch gleich wieder runter machen. Wow. 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 Weg mit euch. Wow. Guck, guck. Na? 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 Sprich nicht. So. Moment. So. Und schnell rüber. Ich muss nächstes Mal mal in den anderen Raum reingehen. Geht so viel schneller. Also auch nicht benutzen, so. So, was haben wir hier noch? Gucken wir erstmal hier oben. Out! Da ist jetzt wahrscheinlich ein Schlüssel versteckt. Würde dann Schlüssel sein. Oder halt ein Weg, die Tür zu öffnen. Also ein Schalter. Wobei ich jetzt eigentlich eher sagen würde, da ist ein Schalter drin. Gut, dann nochmal zurück. Muss ich doch nochmal in den anderen Raum reinlaufen. Um den Schalter wieder runterzumachen. Ich bin natürlich ganz böse verarscht. Indem es mir vorgegaukelt hat. Ich müsste da oben an den gelben vorbei. Dann muss ich das gar nicht. Hallo? Wieso konnte ich da nicht weiter? So, gehen wir weg. Ja, haben wir schon. Ja, wozu habe ich das Ding denn sonst gerade bekommen? Tada. So, ein Boss, den ich noch vermisst, ist diese riesige Echse. Moment, so. So, dich hatten wir auch. Und. Und. Moment, nicht so. Hey, wow. So. Okay, noch ein Schlüssel. Ich hab aber einen schon. Da ist nichts drin. Ja, ich prüfe die auch nochmal nach. So, zur Sicherheit. Okay, es geht tiefer. Also ich würde doch schon sagen, dass die Echse eventuell der letzte Boss sein könnte. Weil sie, wie gesagt, noch nicht kam. Und dabei kamen jetzt schon alle Bosse von A Link to the Past. Fast alle. Viele, jedenfalls. Überlegen, der erste Boss in A Link to the Past aus der Schattenwelt ist die große Echse. Die kam noch nicht.
Dann kam der Kraken, der kam, die Motte kam,